Zum zweiten Mal fährt die Highschool-Mannschaft in Folge zum State Final mit dem Bowling-Team. Und Mattes als Mittelschüler ist auch wieder mit dabei. Und natürlich fahre ich auch wieder mit. Diesmal habe ich die Peggy auch im Schlepp. Und ja, mal sehen, was ich so zusammengefilmt kriege. Viel Vergnügen! Jetzt geht's auch zur Bowling Alley, dann schauen wir mal, was die Jungs und die Mädels von Hendrik Hatze so hinkriegen. So, wir sind angekommen an der Bowling Alley und jetzt müssen wir, weil ich habe hier die Utensilien vom Athleten. Ich habe nicht die Augen meines Vaters, ich habe die Bälle meines Sohns. Wenn ich das jetzt übersetzen würde, wäre es unanständig. So, der Fanblock ist besetzt, nur die Athleten fehlen noch. Das erste Team ist aufgestellt. Leider ist Mattes in der ersten Runde noch nicht dabei, aber er ist auch noch einer von den Mittelschülern und ja, die anderen spielen halt einfach besser. Und um hier einen Headstart zu kriegen, müssen erstmal die guten, langen, erfahrenen Highschooler ran und der Mattes muss hier halt anfeuern. Nützt ja nichts. Aber Hauptsache wir sind hier und wir gewinnen fürs Team. In diesem höchst professionellen Bowling-Venue hier sind auf unserer Seite die Lautsprecher kaputt. Also der hat eben Hendrik Hatzen aufgerufen und da haben wir hier ein bisschen gejubelt. Und die Hymne kriegen wir auch nicht zu hören. Singe ich mal nicht mit.
Also die amerikanische Nationalhymne ist unbestritten eine der schönsten, die ich kenne. Aber es gibt so viele, die butschern dieses Ding einfach und die wollen da irgendwelche Spezial-Schnörkelscheiße reinmachen und es klingt einfach nur noch fürchterlich. Und das war heute wieder so eine. God bless America. Ein Traumstart ins Turnier. Alle fünf haben mit einem Strike vorgelegt. Wenn das so weitergeht, schaffen wir mehr als den siebten Platz. Ja, so glorreich wie das erste Spiel begonnen hat, so nicht ganz so glorreich hat es aufgehört. Aber wir haben ja noch fünf weitere Spiele. There is headroom for improvement. Und wenn ich mir das so angucke, sehe ich eigentlich auch keinen Grund, warum Mattes da nicht spielen sollte. Das kriegt er auch hin. So, Halbzeit. Die ersten drei Spiele sind rum. Wir sind zum Glück nicht allerletzter. Also es ist nicht so wie Deutschland beim ESC, ja. Aber viel besser ist es auch nicht. Mal gucken, was die zweite Hälfte noch so bringt. Die soll mal Mattes reinholen, der regelt das dann. Nach der ersten Halbzeit, der ersten drei Spiele, sind wir auf dem 9. Platz, 9 von 10. Gut, jetzt geht's weiter. Es wurde ein Mittelschüler ausgetauscht, Max ist raus und Sage ist drin. Mal gucken, ob Mattes auch noch eine Gelegenheit bekommt. Aber jetzt geht es erstmal weiter. So, Spiel Nummer 5. Jetzt darf der Mattes ran. Mal gucken, wie viele Punkte er holt. Kommen wir zum allerletzten Frame des Turniers für uns. Unser Captain spielt, der Ethan. Mal sehen. Thank you.
So, das war NYS, keine Ahnung, wie die Abkürzung heißt, 2023 mit dem Bowling. Das ist New York State Public High School Athletic Association. Das ist die Abkürzung. Okay, das war's. Wir sind 9. von 10 geworden. Wir waren dabei, wir hatten Spaß. Die Kids hatten eine Nacht im Hotel und sind zum Essen eingeladen worden. Und wir sind auch nächstes Jahr wieder hier, wenn es heißt, lasst uns siegen. Auf Wiederhören.